Wir machen jetzt drei Anfänger leichte Vorübungen für den Backlever. Die erste mal gerade runterhängen, dann das zweite ist mit dem Switch und dann werden wir hin und her schaukeln zwischen denen. Das heißt, wir fangen mal so an. Es ist so ziemlich egal, ob ihr so anfangt oder nicht, solange es ein bisschen schulterbreit ist. Ihr werdet vielleicht Vorlieben haben, aber das ist das erste. Das ist ziemlich gut für ein Sixpack auch. Ihr werdet es wahrscheinlich am Anfang ziemlich stark spüren. Dann könnt ihr dann runter eine Pause, wenn ihr sie braucht. Oder gleich weiter und in diese Form zurück. Das ist die etwas schwierigere, wo es die Schulterflexibilität schon braucht. Ihr werdet dann absetzen am Boden und runter. Oder zurückschwingen, wenn ihr könnt, und runter. Das ist das zweite. Und das dritte ist genau der Wechsel inzwischen, den ich jetzt mal mit diesem Griff mache. Das heißt, runter, rauf in die normale Position, runter und rauf wieder in die normale. So viel wie ihr könnt. Auf meiner 16 Euro Home Klimmzugstange. Jo, peace out.